Als der amerikanische Kriegsminister Rumsfeld gefragt wurde, ob es nicht gescheiter wäre, dem Irak mit diplomatischen Mitteln zu begegnen, antwortete er: Mit einem freundlichen Wort und einer Pistole in der Hand erreicht man mehr als nur mit einem freundlichen Wort. Dieser Satz stammt vom berühmtesten Gangster, dem Mafia-Boss Al Capone aus Chicago. Ungeniert darf man ihn bewundern, denn er wurde zur Legende und wie alle Legenden zum Stoff für populäre Kunst, für Filmmusik und Literatur. Al Capone und das Chicago der 30er Jahre, jetzt lässt es ein Gerichtszeichner wieder aufleben. Mehr von Lucia Braun. Hip-Hop im Gangster-Look. Sie faszinieren bis heute. Die Bosse im Chicago der 30er Jahre. Elegant und lässig, beliebt und gefürchtet. Die schillerndste Persönlichkeit, der Boss der Bosse, Al Capone. Seine Stunde schlug 1920 bei der Einführung der Prohibition. Alkoholverbot für eine ganze Nation und gigantische Verdienstmöglichkeiten für Alkoholschmuggler, die sich mörderische Kämpfe lieferten um die Vorherrschaft im Alkoholgeschäft. Al Capone wurde der reichste und mächtigste Mann in Chicago, schon zu Lebzeiten eine Legende. Auf seine Spur setzt sich jetzt ein junger Mann. Beeindruckt von Al Capones explosiver Wirkung, fordert er den Gangsterboss zum Duell. Hallo, Louis. Seine Waffen? Feder und Bleistift. Mit wenigen Strichen lässt er die Welt der Gangster wieder aufleben. Präsentiert uns den harten Kern um Al Capone. Typen vom Gentleman bis zum Zuhälter. Robert Nippold, Sohn eines Richters, treibt sich gerne in Gerichten rum, ist Grafiker und im Nebenjob Gerichtszeichner. Bei meinen Recherchen habe ich halt erst sehr viel über Al Capone und auch über seine ganzen Schergen, Verbünden und so gelesen. Und ich hatte ursprünglich vorgehabt, auch vielleicht nur über Al Capone halt ein Buch zu machen. Und da habe ich dann entdeckt, dass die Geschichten der anderen Gangster mindestens genauso spannend waren. Und die erzählt er in seinem Buch. Geschichten über die Macht des Verbrechens, über kriminelle Banden, die sich Chicago, die Hochburg des Alkoholkonsums, aufteilten wie einen Kuchen. Und durch ihre Kämpfe Chicago in einen Kriegszustand versetzten. Der Feind kam vor allem aus den eigenen Reihen. Zu den Behörden hatten die Gangster beste Kontakte. Polizisten, Politiker, sogar der Bürgermeister waren durch Bestechung fest in der Hand der Al Capone-Leute. Warum die Gangster möglicherweise heute auch immer noch so populär sind, das ist, könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt, dass sie auch schon damals zu Lebzeiten im Grunde Stars waren. Die Bevölkerung liebte Al Capone. Also er war vielfacher Mörder und trotzdem mochten die Leute ihn. Skrupellos, aber mit Stil betritt Al Capone 1932 zum ersten Mal die Leinwand in Scarface. Die erste Filmhommage an die Lebemänner und Wohltäter, die Morde organisierten und Suppenküchen fürs Volk. Ab Mitte September ist der Klassiker wieder auf dem Markt als DVD. Nach Paul Muni kam Rod Steiger, Neville Brand, Jason Robards, Robert De Niro und Al Pacino 1983 und 1990. Diesmal Gier, Glamour und Gewalt als griller Comic. Doch an einem Tag gingen sie zu weit. Am Valentinstag 1929 lockt Al Capone 7 seiner Rivalen in einen Hinterhalt und lässt sie eiskalt abknallen. Das war's. Al Capone als Volksheld hat ausgedehnt. Das FBI muss Al Capone verhaften. Aber nicht wegen Mord, sondern wegen Steuerhinterziehung wird er zu 11 Jahren verurteilt, von denen er 7 auf der Gefängnisinsel Alcatraz abbüßt. Mit 48, ziemlich alt für seine Branche, stirbt er an Syphilis. Das ist halt auch so eine Legende, keiner weiß genau, ob das stimmt, aber viele Bücher sagen es eigentlich auch, dass er letztendlich an der Syphilis gestorben ist, weil er Angst vorm Nadelstich hat und sich deswegen halt nicht hat behandeln lassen. Der härteste Killer von Chicago hatte Angst vor einer Spritze. Mehr von diesen Gangstergeschichten in dem unterhaltsamen Buch von Robert Nippold.